Ich zeige euch heute einen neuen Pinsel von der Firma Lineo. Er nennt sich Robusto, ist auch wirklich ein sehr robuster Pinsel, hat einen schönen straffen Haarkörper, ihr seht es, oder ich glaube ihr hört es auch, der schnalzt richtig. Und dieser robuste Haarkörper, der bleibt auch in der Form so, wie er jetzt hier steht, wie ich ihn in der Hand halte. Ich kann den tagelang ins Wasser stellen, so wie das Schulkinder immer machen, und dann die Pinsel ausschauen wie so gebogener Haken. Und das macht er nicht. Der bleibt, auch wenn ich den tagelang im Wasser stehen habe, bleibt er mit seiner Spitze so fantastisch schön. Ich habe es auch meine Enkel jetzt auch malen lassen am Wochenende mit dem Pinsel. Und die halten das aus. Die sind wirklich, so wie es der Name sagt, sehr robust. Er nimmt nicht so viel Wasser auf wie ein Kolinsky, wie ein Echthaarpinsel. Kann man ja auch nicht, ist eine andere Kategorie. Aber er tut seine Arbeit richtig gut, ist zuverlässig. So, jetzt brauche ich noch Farbe. Und das ist die ganze Strecke, die ich mit einer Pinselfüllung malen kann. Also eine große Strecke. Das denkt man nicht unbedingt von so einem kleinen, schmalen Pinsel. Er tropft natürlich, wenn er richtig voll ist mit Wasser, aber das soll er ja auch. Er soll ja die Farbe wieder hergeben. Ziemlich einen kleineren, um euch zu zeigen, je kleiner, so schöner, fahlene, zarte Linien kann ich mit dem ziehen. Also es ist wirklich sehr gut zu handhaben. So zarte Linien sind mit dem Pinsel zu ziehen, also ganz, ganz wunderbar. Die meisten Flachpinsel haben nicht diese schöne Form wie dieser. Ihre läuft sehr schön spitz zu. Dadurch kann ich den Pinsel nicht nur in der Breite benutzen, um Flächen anzulegen. So wie jetzt hier, sondern ich kann dann auch mit dem Pinsel, dank dieser wunderbaren Form, die er hat, ganz zarte Linien, was man nicht denkt, dass man mit einem Flachpinsel so zarte Linien ziehen kann, dünne Linien. Ich kann dann auch, so wie ich das ab und an mache, richtig quälen, muss auch sein. Der verändert sich nicht, also er geht deshalb nicht kaputt. Flachpinsel ist wirklich für alles da. Man kann große Flächen machen, man kann Verrundungen benutzen. Für Weihnachtskugeln Kreise machen. Schöne runde Kreise machen ist ja immer schwierig. Freihand, den dreht man. Und der Pinsel hält es einfach aus. Dadurch, dass er so einen schönen straffen Haarkörper hat, eine wunderbare Eigenschaft. Er ersetzt mir die Zahnbürste beim Malen, nicht zum Zähneputzen, sondern beim Malen. Ich kann mit dem Haarkörper schöne Sprenkel machen, sonst benutze ich dazu extra eine Zahnbürste. Brauche ich hier nicht, das macht er durch die straffen Borsten mit.